Also das Fernsehgenie, der Hardcore-Feminist und Flexitarier, oder? Stimmt? Ja, ja. Flexitarier, Nils Ruf. Flexiganer. Flexiganer ist zu Gast bei Eine Stimme. Hast du ein Thema, was dich politisch in der letzten Zeit aufgeregt hat, berührt hat oder mit dem du dich beschäftigt hast? Ich habe mich in letzter Zeit ein bisschen damit beschäftigt, wie es sich überhaupt lohnen kann, also wie eine Gesellschaft oder wie ein Land wie Deutschland es überhaupt schafft, Politiker zu rekrutieren, weil es doch irgendwie ein wahnsinnig unattraktiver Job ist, oder? Also, wieso? Weil die Leute einen nicht mögen, meinst du? Ja, oder? Ich habe das Gefühl, man gibt seine Menschenrechte wirklich so an der Pforte ab, ist jetzt Politiker und dann ab da ist man auf Facebook die Schlampe, der Vollidiot, der Depp. Weil man natürlich immer gezwungen ist, Entscheidungen zu treffen, die irgendjemandem nicht passen und dann natürlich völlig zum Abschluss freigegeben ist. Gleichzeitig rotten sich im Internet irgendwelche Nerds zusammen und fangen an, Wikis über dich zu gründen, in denen sie dann irgendwie jede Hausarbeit, jeden Deutschaufsatz, jede Doktorarbeit von dir durchleuchten und röntgen auf einen Fehler. Du darfst also quasi nie einen Fehler gemacht haben. Aber am Ende steckt dahinter die Frage, sollten Politiker bessere Menschen sein? Ja, also als alle. Ja, genau. Man sagt ja immer dann, okay, man hat einen höheren Anspruch an die, wir erwarten mehr von denen, deswegen sollten die irgendwie. Wir erwarten Perfektion von denen. Ja, und das ist natürlich, das ist schwierig. Ansonsten wäre ich ein guter Familienminister. Also ich finde, Frauen werden in Deutschland nicht genug supported, nicht genug unterstützt in ihrem Auftrag, nun Familien zu gründen, Kinder großzuziehen, ja, unsere Zukunft, die nächste Generation, ja, und gleichzeitig ihren Berufen nachzugehen. Und das sind ja keine unerheblichen Ausbildungen, die sie da teilweise genossen haben. Die haben ja die höheren Bildungsabschlüsse als die Männer. Aber enden dann eigentlich nach einem Germanistikstudium als Edelsmalltalkerin ihres Investmentfonds. Banker, Freund, der sie aushält. Ich finde, es müsste so sein, dass im Grunde muss ich beim Betten machen ein Kind finden und vor die Tür legen und ab da kümmert sich der Staat hervorragend darum, im Notfall. Also dieser Gedanke, dass ein Kind mich arm machen kann, mich aus der Karriere rauswirft, also, den dürfte es eigentlich überhaupt nicht geben. De facto ist es aber so, dass man nicht mal einen Kita-Platz bekommt, dass man also in entwürdigenden Prozessen sich mit anderen, sich schon quasi vor der Zeugung um den Kita-Platz bewerben muss. Du bist ja sozusagen neben den klassischen Medien viel im Internet unterwegs, ne? Über all das, was du so machst, über viele Kanäle. Hat dich diese ganze Prism-Geschichte überrascht und hat es was für dich verändert? Ich glaube, man hat das doch irgendwie schon geahnt, oder? Dass E-Mails sehr, sehr offen sind, das wusste man schon lange. Ich frage mich nur, wer soll das alles lesen? Also wenn man jetzt wirklich alles nehmen würde, alles, was ich jemals gegoogelt habe und so weiter, dann wären mir natürlich ein paar Sachen peinlich. Aber gerade, du sagst es ja gerade, das ist eine sehr private Situation. Ja. Du bist mit deiner Freundin, du chattest irgendwas und es geht ja gar nicht jetzt darum, ob das irgendwie strafrechtlich relevant ist oder ob du jetzt terroristische Anschläge planst. Ja. Einfach, das ist deine Freundin und du willst sozusagen mit der einfach ein privates Gespräch führen. Findest du es nicht komisch, sozusagen, also das Gefühl einfach zu denken, da ist vielleicht jemand, oder natürlich, war das schon immer klar? Also aber irgendwie, wenn ich jede einzelne Privatkryptologie-Mechanismen verwendet, wird das so bleiben. Ich kann mich noch daran erinnern, dass es in den 80ern eine Volkszählung gab und es gab Demonstrationen gegen den Überwachungsstaat und das ist einfach alles gar nicht mehr nötig. Selbst auf legalem Wege, wenn man mich jetzt nicht abhören würde, könnte man mir in Facebook gehen und Instagram und Twitter und daraus ein Bewegungsprofil erstellen. Ja? Also das, was die Leute freiwillig sharen, ist ja schon unfassbar viel. Dann lesen sie halt auch noch die Chats dazu. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr langweiliger Job. Gehst du wählen? Also weißt du schon, ob du im September wählen gehst? Ich glaube ja. Ja? Ja. Hast du schon mal nicht gewählt? Ja. Danke? Ja. Ja. Weil? Also ich habe, Schröder war das, die erste Bundestagswahl, da war man natürlich happy irgendwie, nach all diesen Jahren, diesen drögen Helmut Kohl, endlich jemand anders. Ja. Ja, total. Aber nehmen wir mal dieses Jahr, also Deutschland stellt die, mächtigste Frau der Welt und unser Außenminister ist ein Schwuler, ist echt ein uncooler Schwuler, ist auch kein geiler Außenminister, aber es ist schon cool, dass aus Deutschland ein Schwuler in den Iran fährt und sie müssen sich mit ihm fotografieren, in die Hand schütteln, ja, und so. They hate it. Und das hat natürlich schon irgendwie was Modernes, dieser moderne Appeal davon gefällt mir schon ganz gut. Und jetzt die Frau aus dem Osten einzutauschen gegen diesen komischen Pfeffersack, diesen Finanzminister, der mir weder ein echter
SPDler zu sein scheint, wie ein echter Sozialdemokrat, noch sonst irgendwas. Das ist einfach, also ich finde, er wirkt auf mich wie ein Politikertypus 1.0, also aus der Vergangenheit. Ich habe kürzlich in der Sendung mit Marina Weißband gesprochen und sie hat auch gesagt, eigentlich muss man von dem Parteiensystem weg und hin dazu, dass man sich ein Bouquet zusammenstellt. Also es gibt diese Gruppe, die sagt, okay, wir wollen eigentlich nur Familienpolitik machen. Das ist dafür sind wir Spezialisten. Ja, und du musst nicht noch eine ganze Ideologie dazu kaufen, nur weil du Kita-Plätze willst. Dankeschön. Gerne. Das war sehr interessant. Sehr gerne. Ich hoffe, wir haben ungefähr gleich viel geredet, oder? Ungefähr.